So, fünfter Teil und wow, wer hätte es gedacht, der Black and White Part ist jetzt 52%, also wirklich einsame Spitze, was mein Rechner hier an Render-Power leistet. Ich sollte mir vielleicht ein anderes Programm zum Rendern nehmen. Egal. So. Hier sind wir auf der linken Seite, das heißt, wir müssen die Kugel so lange nach rechts bewegen, bis keine Kollision mehr vorhanden ist. Und hier machen wir das Gleiche. So. Abschließend sollten wir dann aber vielleicht doch noch die Ifs da drum machen. Beziehungsweise ein If reicht eigentlich. Und da kann ich jetzt wieder beides nehmen. Oder nur eins. Ich nehme jetzt einfach beides. Denn wenn der Ball sowieso nur mit Spieler 1 kollidiert, dann wird diese Zeile so oft ausgeführt, bis keine Kollision mehr mit Spieler 1 vorhanden ist. Und dann wird auch ganz sicher keine mit 2 vorhanden sein. Das heißt, der hier wird übersprungen. Und ganz am Ende wird dann einfach der Bewegungsvektor negiert. Also brauchen wir hier doch noch eine Funktion. Public Void Call. Was mit dem Namen gemeint ist, ist klar. Also einfach mal gleich minus 1 und dann sind wir alle glücklich und das packen wir hier unten ans Ende der an das if-statement.call. Jetzt muss ich das Dokument mal formatieren, bearbeiten. Erweitert. Dokument formatieren. Sieht gleich viel schicker aus. So, und zwar verschieben wir den Ball so lange ein Pixel nach rechts, bis keine Kollision mehr vorliegt. Ball.position ist gleich Ball.position.x minus 1 und Ball.position.y. Ja, ich finde es schade, dass man über eine Property nicht direkt darauf zugreifen kann. Ich hätte es auch einfach public machen können, aber gut, jetzt habe ich es zu einer Property gemacht. Soll wohl so sein. Und das ist falsch. Denn wir sind links und wir wollen uns nach rechts bewegen, also plus. Und hier minus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hier gemacht habe. Das ergibt keinen Sinn. Das war hier nie da und wird auch nie da sein. Gut. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt haben wir den Ball. Gut. Ich würde sagen, wir starten das Spiel jetzt einfach mal. Nur um mal zu gucken, ob überhaupt schon irgendwas läuft. Und zwar Spiel. Ach, jetzt haben wir den Namespace schon Spiel genannt. Das ist doof. Dann nennen wir den Namespace einfach etwas anders. Wobei das wahrscheinlich nicht automatisch funktionieren wird. Das ist jetzt der Spielordner. Und der Namespace hat sich nicht geändert. Also alle Dateien, die im Spielordner waren, muss ich jetzt hier den Namespace ändern. Und den in der Game 1 einfach per Using einfügen. Using Spielordner.
Ach so, okay, wir sind im Namespace XNA Tutorial. Punkt Spielordner. Dann halt das Ganze so. Und wir haben ein Spiel. SP, das werden wir dann bei der LoadContent-Methode hier hinzufügen. Ach Quatsch, nicht Spiel, sondern SP, gleich New Spiel. Da übergeben wir zwei Steuerungen. Okay, machen wir jetzt mal nur testweise Steuerung.WASD und Steuerung.Pfeiltasten. Das wird natürlich noch anders befüllt später. Aber erstmal muss das Spiel laufen, bevor wir uns über Menüs oder so, bevor wir nur dran denken, so etwas zu machen. So. Dann wird das Spiel initialisiert. Gut. Dann haben aber die Paddel und Bälle noch keine Positionen. Die können wir aber eigentlich schon setzen. Und zwar ist der Bewegungsvektor erstmal unwichtig. Der wird anders gesetzt. Aber die Position ist Einstellungen. Punkt. Width durch 2 plus Member Texture, wobei Member Texture noch 0 ist, also müssen wir das hier unten setzen, denn zuerst, also zuallererst, wenn ein Ball erstellt wird, Generate Texture. Können wir so nicht. Gut, dann. Ah, das ist alles nicht so einfach. Machen wir eine Methode für, und zwar public void load content. Wir wollen nur das Graphics Device haben. Da Ball. Nur das Graphics Device GD. Und den Rest regeln wir mit den Einstellungen. Ball.generateTexture. Wir übergeben als erstes das Graphics Device. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal 16x16. Und für die Paddel nehmen wir 15 und, tja, keine Ahnung, 15 und 50. Gut. So, danach werden die Bälle erstellt. Das ist jetzt zweideutig. Lassen wir uns hier noch das Graphics Device mitgeben. Rufen wir Load Content selbst auf. Dann können wir auch schon einen neuen Ball und ein neues Paddel initialisieren. Und dann geht das auch hier oben. Und zwar ist es ein New Vector. So, also ich wurde jetzt irgendwie für ein paar Stunden unterbrochen. Hab keine Ahnung, was ich machen wollte. Aber hier steht was vom Konstruktor. Also wollte ich den bestimmt machen. Zu Ende und so. Genau. Wo? Da. Okay, dann müssen wir hier jetzt noch ein Graphics Device übergeben. Nicht Game, sondern this.graphics device. So. Dann Load Content.
das wird geladen. Dann New Ball, 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 Ball. Und wir wollten den Ball positionieren, glaube ich. Ja, das könnte sein. Also, Member Position. Ach, da oben wollte ich es hinschreiben, okay. Einstellungen.width durch 2, also die Hälfte des Bildschirms plus die Hälfte der Textur. Member Texture.width durch 2 und genau das gleiche für die Height, kennt man ja. So, dass der Ball auch wirklich in der Mitte ist. Nur ohne Komma. So, hier nehme ich jetzt einfach mal sporadisch NewVector.1. Quatsch, machen wir es so. Und... Oh, wir haben noch keine Draw-Methode für Spiel. Public Void Draw Sprite Batch SB und das gleiche wie in der Update Methode, einfach alles überall die Draw Methode aufrufen. Spieler 0 Draw, Spieler 1 Draw 0 SD. Ich bin leicht verwirrt. Jetzt starte ich das Ganze und es wird nichts passieren. Hoffe ich mal, dass es keine Errors gibt. Aber es wird Errors geben, weil ich Einstellungen Width und Einstellung Height nie setze. Oh ja, und da sind wir auch schon. Höhe-Referenzierung wird nicht behandelt. Na gut, dann... New Paddle 2 und wir müssen nochmal ins Game und sobald es alles initiiert ist, also nachdem das Spiel initiiert ist, können wir Einstellungen.width auf graphics.preferred backbuffer width und Einstellungen.height auf graphics.preferred backbuffer height setzen. Und es ist nichts. Das ist ja schon mal erfreulich. So, dann Spiel.update, wie habe ich das genannt? SP? Ja, SP. SP.update. GameTime übernehmen und das gleiche für Draw. Eben noch den SpriteBatch aufrufen, mit dem wir sagen, dass wir alles zeichnen wollen. SP.draw und den SpriteBatch übergeben. Wunderbar. Hey, zumindest ein Ball ist da oben. Das ist ja schon mal gut und er bewegt sich tatsächlich. Pixel für Pixel. Aber eigentlich sollte er woanders sein. Nämlich in der Mitte des Spielfelds. Okay, dann werde ich mal die... Nein, ich darf F9 nicht drücken, sonst wird die Aufnahme angehalten. Also muss ich so machen. So, Member Position. Wieso sind Pixel 8,8? Dann gucken wir mal unter Einstellungen. Die sind gerade nicht anwählbar. Das ist schade.
Dann. Das sollte eigentlich nicht 8,8 sein. Warum werden die auf 8,8 gesetzt? Vom Spiel etwa? Nein, eigentlich nicht. Also das ist jetzt wirklich komisch. Member Bewegung, Member Position. Dann will ich doch noch mal hier einen Breakpoint machen. Immer der umständliche Weg hier. So. Wir haben hier 0. Und da ist das Problem. Warum wird denn Initialize erst nach Load Content aufgerufen? Das ist irgendwie doof. Okay, dann machen wir das halt so. Setzen das einfach hier nach. Und versuchen es nochmal. Ah, sollte doch schon besser funktionieren. Ich lösche mal alle Haltepunkte und jetzt müsste er in der Mitte sitzen. Jawohl. Ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. So, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.